Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von unserer Schwarzen Witwe Challenge. Ja, unsere Chloe, die steht hier gerade am Herd und kocht was Leckeres zum Essen. Und wir gehen einfach mal rein ins Spiel. Ich habe ja gesagt, dass ich ihn gern altern lassen will. Ich habe das im Hintergrund auch gemacht. Leider war er noch junger Erwachsener. Ich dachte, er ist tatsächlich schon Erwachsener und deswegen können wir ihn gar nicht jetzt nochmal älter werden lassen. Deswegen lassen wir ihn einfach so, wie er jetzt ist. Ja, genau. So, liebe Chloe, was macht denn unser Chris? Guck mal, unser Chris hat gleich Hunger, der kann dann gleich mal ein Gericht nehmen. Weihnachten hatten wir auch gefeiert. Och, was... Was reißt denn jetzt hier ein? Oh, stopp. Okay, irgendwas stimmt hier mit unserem Huhn nicht. So, ich habe jetzt mal im Haushaltsinventar einiges gefunden und habe das mal verkauft. Ja, ich glaube, das kam noch von, ja, wie heißt der Scott, der das aus seiner Wohnung mitgenommen hat. Ja, Chris ist also auf dem Weg, um sich was zu essen holen. Unsere Chloe sitzt hier und mampft und unser Scott macht Sport. Ah, Chloe guckt dazu. Sehr schön. Scott hat jetzt aufgehört zu trainieren. Hier kommt der Chris und Chris hat ja, glaube ich, auch bald Geburtstag. Da muss ich noch mal schauen. Und zwar... Ah ja, okay. In eineinhalb Wochen, genau. Dann machen wir mal etwas schneller. Soll das jetzt ein Witz sein? Was backt mir hier rum? Geht's noch? So. Du willst... Stopp! Nein! Nein! Nicht schon wieder ernten! So, Grüble! Das geht ja mal gar nicht. Gib das her. Das ist nicht deine Aufgabe. Für dich finde ich jetzt auch noch was. Die Hühner haben nämlich Hunger. Wie wär's, wenn du mal Butter in der Nähe verstreust und dann das hier machst? Gut. Und dann darfst du hier den Viehstall säubern und hier dann auch. Und die Chloe wird mal hier Butter auffüllen. Oh mein Gott, da ist alles weg. Was soll denn das? Haben wir überhaupt noch Tiere? Kunibert ist da noch drin und hier ist noch Frieda. Okay. Gut, gut, dann mach das doch mal bitte. Du hast jetzt hier alles gemacht, hoffe ich doch. Genau. Ruf mal alle, damit alle herkommen. Ja, ich habe mir überlegt, wir gehen auch mal mit ihnen in Urlaub und Chris darf natürlich auch mit. Ich denke, es wird einfach mal an der Zeit, dass die auch mal rauskommen und habe mir da dann auch schon etwas überlegt. Ja, und bin da wirklich gespannt. Dann säuber doch den Viehstall. So, ein bisschen schneller. Die hat Verhütungsmittel eingenommen. Okay. Kann ich natürlich jetzt kein Futter einführen. Das ist mir schon klar. Dann warte mal kurz. So, aber jetzt Futter auffüllen. Oh, unser kleiner Chris, der steht hier. Guck mal. Machen wir das mit dem Futter und dann darfst du hier... Ashley... verpasst. Okay, dann darfst du mal hier Kunibert putzen und... erinnern, kein Drama-Lama zu sein und dann vielleicht noch... Ich glaube, wir können ihn auch scheren. Was macht denn eigentlich unsere Frieda? Du könntest doch mal deinen Frieda herbeirufen. Chris geht aufs Töpfchen. Oh, der ist so groß und selbstständig, muss ich schon sagen. Bin ich so stolz auf ihn, dass er das wirklich macht. Oh ja. Gott hat etwas gefunden. Okay, was hast du denn gefunden? Das geben wir doch gleich mal Chloe. Denn du brauchst hier nichts finden. Das sind normale Eier, die kommen da rein.
So, die So. Park. So, dann kannst du Frieda putzen und wieder melken. Oh, Nalibek. Ja, du und dein Kunibert, gell? Helka Lass mich mal bitte ein Bildchen machen von dir und dem Kunibert. with Ja. me. Gednalalam. Sehr schön. Jetzt haben wir etwas Wolle gekriegt. Gut, gut. Nun, was haben wir hier? Wie viele Hühner sind denn da drin in dem Stall? Fünfe. Okay, hast du nicht noch Bruteier? Guck mal, das sind Bruteier. Dann könnten wir doch mal drei Eier hier ausbrüten lassen. Na, wie wäre denn das? Was haben wir denn hier? Eine Heiratsurkunde. Oh mein Gott. Brauchen wir die wirklich? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir die brauchen. Wir hatten, glaube ich, auch Bilder gemacht das letzte Mal. Haben wir doch, ne? Haben wir von ihm schon eins aufgehängt? Das weiß keiner. Wir hängen einfach mal eins auf. So. Ach, guck mal, das können wir auch da reinstecken. Haben wir mit ihm auch schon ein Bild gemacht? Natürlich nicht. Das müssen wir dann natürlich auch noch erledigen, dass wir mit ihm noch ein Bild machen. Haben wir hier irgendwo Foto? Ja, dann machen wir doch Foto machen mit Gott, dass wir da einfach auch noch eine Erinnerung dran haben an diesen Mann. Ja, das wird sehr, sehr interessant. Die Zeit vergeht immer so. Die lassen sich immer so viel Zeit. Ja, wir nehmen mal so ein Bild. Dann machen wir eins noch hochkant. Eine glückliche Erinnerung oder auch nicht. Das entscheiden wir dann noch. Hehe, wenn du wüsstest. Ja, dann tun wir mal noch so, als ob wir glücklich sind. Und ich denke, das reicht auch. Mehr brauchen wir nicht. Sehr schön. Halt. Halt. Nein, wir gehen jetzt nicht malen. Oh, kaum kam das Geld rein, ist schon wieder weg. Unglaublich. Wir verreisen jetzt. Wir nehmen nämlich Urlaub. Das heißt, du musst Urlaub nehmen. Duschen kannst dann, wenn du dort bist. Urlaub nehmen. Ihr nicht, aber du. So, genau, so machen wir das. Wir gehen in den Urlaub. Oh, Katze, kein Essen für dich. Tut mir leid. Wieso ist denn jetzt ein Küken schon wieder hier? What? Zwei Küken? Was denn da los? Küggis, wieso seid denn ihr hier drin? Ich verstehe die Welt nicht. Du gehst jetzt auf den Klo telefonieren. Shelnick, Maypicking Okay. Larva. Ja, wir gehen nach Selva Dorada und ich werde jetzt mal für 3 Tage, ich hoffe, das reicht. Wir werden sehen, denn ich habe was mit unserem lieben Scott vor. Genau, wir haben einen Tiersitter und wir haben hier, oh mein Gott, sag bloß, wir haben hier jetzt keine Betten genügend. Ah ja. Okay, ich brauche noch ein Bett. Das ist echt ungeschickt jetzt hier. Wieso habe ich denn hier so ein komisches? Vielleicht kann ich das ändern. Mal kurz schauen. Ey, es tut mir leid, aber das Geflackere, das geht mir auf den Keks. Das kann ich echt nicht brauchen. Das kommt einfach weg. Das bleibt dann so. Oh, das ist ja gruselig mit dem Geflackere. Das muss man echt nicht haben. Oh, so. Das sieht nachher eh keiner mehr. Okay, junger Mann. Du musst duschen. Hat's hier unten vielleicht auch irgendwo eine Dusche? Hat's keine. Okay, dann hat's oben nur eine Badewanne, wenn ich das richtig gesehen habe. Sogar zwei. Dann geh doch du einfach mal baden. Chris ist müde. Oh, Chloe, kannst du mal Chris in Schlaf lesen? Ja. Das wird sie tun am nächsten. Lass das und bring deinen Sohn ins Bett. Echt jetzt. So,
Am nächsten Morgen, dann will ich das. Wieso trägt die jetzt einen Schirm? Man muss es manchmal nicht verstehen, was die Sims so treiben, ganz ehrlich. Es ist so eng alles hier. Mach mal da die Wendi-Runde, damit man besser sieht. Okay, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Am nächsten Tag gehen wir dann mit Scott mal weg. Denn Scott will seinen Urlaub auskosten und will hier einiges sehen. Ja. Shazaluparim, Pasaga alle Genau. mein. Ich spule deswegen einfach Joke, mal bis zum nächsten Tag Kabini vor. Ishi, Ru. Ja, Scott ist schwach, Chloe steht auch schon Wasimbalam, da und Scott versucht Ananda tatsächlich was zu kochen. Oh, Yumbak. und Chloe findet es ganz gut Ooh. und Stirja sagt, ja, ich finde es Alejandro großartig, dass du auch was Zecha. kochst und Yep. der Amalio. Urlaub fängt schon gut Quasimedo. an. Just wait for her. Who's your first Frankish album? Viva Yank. So. Louis muss pieseln, dann geh mal schnell. Und der Kleine, der muss auch. Haben wir eigentlich ein Töpfchen da oben? Ich habe gar nicht geguckt, denn der braucht ja eigentlich auch ein Klo. Und ja, hat er. Dann geh mal aufs Töpfchen, du kleiner Mann. Und dann darfst du dir auch was zum Essen nehmen. Ja, hier ist er. Und wir gehen jetzt dann auch gleich los. Ich hoffe, das klappt dann. Was hat er denn hier eigentlich? Er hat schon eine Machete und ein komisches Dingens da. Sehr schön. So, jetzt räumst du das bitte noch kurz auf. Wunderbar. Und dann geht's los, dass wir mit ihm weggehen. Wo sind wir hier eigentlich? Wir müssen doch hier hin. Genau. Dann komm mal hierher. Wir wollen ja nicht das Grundstück besuchen, sondern hier einfach mal ein bisschen rumlaufen. Da hat es auch jede Menge Zeugel. Wir brauchen dann natürlich noch ein paar Macheten und sowas. Aber irgendwie schlafen die wahrscheinlich noch ziemlich lang hier in dem Dorf. Das weiß ich gar nicht. Kann man das nicht auch über Geschenke kaufen machen? Wir probieren es mal. Abenteuerausrüstung. Also, wir brauchen ein Fledermausschreck. Dann nehmen wir mal Abwehrspray. Zwei Stück. Zip. Du hast genug davon, von riesigen stechenden Hornissen angegriffen zu werden. Dann nehmen wir eins. Da nehmen wir noch drei und wir nehmen mal vier von den Wasser. Was noch? Brauchen wir ein Camping? Ich bin nicht sicher, ob wir so ein Zelt nehmen sollen. Wir nehmen es mal nicht. Wir gucken mal, was wir sonst noch finden. Brauchen wir sonst noch was? Ein Feuer? Nö, aber vielleicht. Wir nehmen so eine Kühlbox mit. Ja. Ansonsten holen wir uns den Rest dann noch unterwegs, aber so könnten wir doch jetzt schon mal ganz weit kommen. Dann würde ich sagen, können wir hier irgendwo hin, wo wir anfangen können? Irgendwie? Nö, können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht. Was hat's denn hier? Okay, dann reisen wir mal nochmal. Ja, ich bin jetzt mit ihm hier hingereist und da sieht's doch schon mal gut aus hier. Ich glaube, wir nehmen gleich mal den. Er hat sich jetzt noch verabschiedet von Chloe und ja, wird jetzt, hat gesagt, ich will Urlaub machen, ich will jetzt hier den Dschungel erforschen, erkunden und wünsch mir Glück und sie. Hat gemeint zu ihm, ja, mach das, da gibt es ganz tolle Sachen. Ich habe das schon gesehen, als ich etwas jünger war. Und du musst in diese Höhle rein und da und da. Und ja, sie hat ihn quasi sozusagen in sein Verderben geschickt. Denn wir wissen ja alle, was uns erwartet in Selma Dura. Das ist nicht alles so rosig, wie man sich das vorstellt.
So. Und okay, Scott zieht ein paar Ranken beiseite und entdeckt eine seltsame Lichtung im Dschungel, auf der sich ein Podest mit einem Relikt befindet, das von Totem umgeben ist. Die Gesichter der Totems verharren in einem wütenden Knurren und Scott fürchtet sich. Wir überprüfen das. Scott sieht sich die Totems ganz genau an und entwirft einen sehr komplizierten Plan, wie er sich das Relikt mit Hilfe von normalen Haushaltsgegenständen schnappen kann. Leider ist er dabei ziemlich unvorsichtig und löst versehentlich einen Giftpfeil aus. Dunkelgrüner Daumen. Scott blüht genauso auf wie seine geliebten Pflanzen. Sind die aufkeimenden Gefühle ein Hinweis darauf, dass er Gartenarbeit mag? Ja. So, ist er jetzt vergiftet? Okay. Übelkeit. Irgendetwas stimmt nicht. Das eklige Gefühl kann entweder von selbst weggehen oder schlimmer werden. Die Zeit wird's zeigen. Vielleicht wäre am besten ein Gegengift. Das weiß er nicht. Er meint jetzt einfach nur, dass es ihm schlecht ist. Könnten wir jetzt hier. Dieser Weg kann mit deiner Reise nicht geöffnet werden. Oh, schade eigentlich. Könnten wir dann hier hingehen? Wir laufen einfach mal und machen dann hier frei. Wir versuchen alles. Denn Scott will ja noch mehr erkunden. Er weiß ja noch nicht, was mit ihm los ist. Ja, ich habe gerade gestoppt und ein paar Bilder gemacht, denn die brauche ich ja. Und Scott? Okay, er geht da rein. Ich bin gespannt, was ihn diesmal erwartet. Wir werden es gleich erfahren. Scott stolpert und sein Rucksack landet im Treibsand. Soll Scott versuchen, den Rucksack herauszuangeln oder soll er ihn einfach zurücklassen? Auf sich beruhen lassen? Nehmen. Dazu brauchen wir höhere Logikfähigkeit, führt zu besseren Ergebnissen. Beutel mit Machete angeln. Wir nehmen das Treibsandflucht. Scott schnappt sich einen Stock und versucht, den Rand des Treibsands zu finden. Er fällt beinahe hinein, kann sich jedoch im letzten Moment auffangen. Leider wird der Rucksack durch den Stock nur weiter in den Sand gedrückt und ist für immer verloren. Scott ist wütend, dass er seinen Rucksack nun für immer verloren hat. Okay. Heißt das jetzt, dass er sein Zeug hier. Nee, das, er hat's noch, er hat noch. Okay, das war dieses hier. Gibt es hier noch mehr zu erforschen? Hier geht's auch noch. Also weiter im Text. Eins machen wir noch. Oh oh. Oh oh, sind da vielleicht ein paar Viecher? Ja, dir geht's nicht gut, gell? Und du siehst echt übel aus, muss ich dir ganz ehrlich mal sagen. Aber hier sieht schon aus, als ob es da auch noch mehr geben würde. Oh, man kann hier überall reingehen. Und jetzt bin ich gespannt. Es raschelt in den Bäumen, als sich Scott seinen Weg durch den Dschungel bahnt. Und er schaut nach oben, von wo eine ganze Herde Faultiere zurückstarrt. Die Faultiere sehen Scott misstrauisch an. Soll er einen Bogen um die Faultiere machen oder zwischen ihnen hindurchgehen? Wir könnten einen anderen Weg nehmen. Mit den Faultieren gehen. Wir gehen mit den Faultieren. Faultierbegegnung. Scott ist sich sicher, dass die Faultiere ihn nicht als Bedrohung wahrnehmen werden und spaziert geradewegs in die Herde. Die Faultiere sind ziemlich neugierig und begleiten Scott, indem sie sich von Ast zu Ast schwingen.
Während Scott so mit den Faultieren wandert, bemerkt er ein Relikt auf dem Boden. Der nächste Halt auf dem Weg scheint ein Naturteich zu sein. Vielleicht handelt es sich sogar um die umiskanischen königlichen Bäder. Möchtest du jetzt dorthin reisen? Okay. Scott, du hast es echt geschafft. Du bist hier und ja, sehr schön. Ich lasse ihn jetzt mal noch hier ausgraben. Komm mal her, mein lieber Scott. Komm um die Ecke. Du darfst auch mal was graben. Und dann sehen wir weiter. Ja, der macht es schon gut. So, meine Lieben, aber ich stoppe hier. Denn ich nehme schon wieder ziemlich lang auf, ja. Ich bin gespannt, ob das vielleicht wieder weggeht mit seinem Gift. Oder ob er sich tatsächlich was eingefangen hat. Wir erfahren es dann bestimmt im nächsten Part. Falls es dir gefallen hat, würde ich mich freuen über ein Like oder ein Abo, falls du noch keins hast. Lass auch gern ein kurzes Kommentar unten da. Da würde ich mich auch sehr freuen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge anschaust. Bevor ich es vergesse, unten in der Videobeschreibung habe ich auch ganz viele liebe YouTuber verlinkt von der Sims-YouTuber-Community mit Herz. Auch die machen tolle Let's Plays und es lohnt sich, bei ihnen vorbeizuschauen. Gern wirst du dazu eingeladen, zu uns auf den Discord-Server zu kommen. Wir freuen uns immer über neue Mitglieder. So, aber jetzt tatsächlich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.